Hallo zusammen, ich habe hier eine Liontron-Batterie und zwar eine 200 AH Untersitzversion. Wir packen die aus, Standard von Liontron verpackt, eingeschrumpft, also kein Thema. Wir schauen das Ding an, es ist auch hier wieder gut verpackt. Dann habe ich den Anschlussplan plus die Konformitätserklärung. Hier steht YouTube drauf, das ist das zu YouTube Krieg. Die Batterie ist also hier eingeschrumpft. Da kann man gar nichts sagen dazu. Ja, zu den Abmessungen. Das Ding klebt. Wir haben hier eine Höhe von 190 mm. Wir haben eine Breite vom Kasten von 36 oder 360 mm. Wir müssen beachten, hier haben wir noch diesen Anschluss. Das heißt, hier sind Kunststoffkappen, reiner Kunststoff, also kein Metall darunter. Und die Abzweigdose. Und hier schauen die Anschlüsse raus. Hier habe ich dann die Gewinde, das sind M8. Und wenn ich die dazu rechne mit den Kappen, also die Kappen hier sind nur zum Schutz, dann habe ich eine Gesamtlänge von 400 mm. Und ich habe eine Breite von 28,5 cm, also 285 mm. Die Abdeckung, da kann ich mit den Kabeln rausfahren. Also ich kann hier bei M8 massiv mit Kabeln drauf. Den Deckel machen wir hier wieder drauf. Das ist nur der Schutz. Und diese Abdeckung aus Kunststoff ist, dass wir hier keinen Berührungsschutz der Pole haben. Und hier hinten habe ich einen Kasten. Da weiß ich nicht, für was das ist. Der ist fest draufgeschraubt. Den kann ich auch nicht lösen. Kommentarlos. Ja. Das ist die Untersitzbatterie von Liontron. Das Datenblatt verlinke ich euch unten drin. Weiter mache ich euch ein Video vom Einbau solch einer Batterie. Und ein Abo könnt ihr mir natürlich auch wieder da lassen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.